Hallo und herzlich willkommen zu Ark Anunnaki. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen Progress gemacht. Wir haben jetzt die kompletten Flak-Sachen an. Wir haben jetzt zwei Episoden damit verbracht, hier Poison Archies zu jagen. Und wir haben es einfach nicht geschafft. Da habe ich gedacht, ist es jetzt an der Zeit, dass wir mal ein bisschen Progress machen, ein bisschen schauen, dass wir vorankommen und das dann vielleicht irgendwann später mal wieder versuchen, wenn wir vielleicht ein anderes Poison-Tier schon haben oder so. Weil im Moment war es einfach zu krass für uns. Deswegen habe ich jetzt mal hier die ganzen, wie heißen die Dinger? Fabricator hergestellt. Und zwar nicht nur den normalen, sondern auch den von, was war das nochmal? Ark Advance oder was? Das Gerät hier. Ich blick da nicht so wirklich durch, was das alles für Mods sind. Die haben einfach zu viele Mods an Bord. Jetzt mal gucken, wo der da war. Fabricator. Ich glaube, das war der Ark Advance. Ja, genau, das ist der Advance Fabricator. Da sieht das Bild genauso aus, aber das Teil sieht ganz anders aus hier. Der ist viel kleiner. So sieht er aus. Und fast alle Mod-Items kann man hochheben, also einfach einsammeln und wieder mitnehmen. Das ist super praktisch. Zum Beispiel, weil der scheinbar Strom braucht. Hier steht, der braucht Strom. Nicht so wie der normale Fabricator. Der braucht hier nur Sprit. Gasoline. Das ist ein bisschen einfacher. Und der hier braucht Strom. Das heißt, wir müssen hier erstmal irgendwo einen Generator herstellen. Ist im Moment noch nicht so wichtig, weil ich eh noch nichts gelernt habe. Bis auf die Canteen, die kann man hier drin scheinbar auch herstellen. Das ist schon mal cool. Und was ich noch gemacht habe, kann man hier unten schauen. Jetzt wird es gerade wieder Nacht. Da wird es ein bisschen dunkler. Aber auf die Center ist es ja auch nachts recht schön. Ich habe hier zum Beispiel unser Amorak hergestellt. Jetzt passt auf. Was sage ich Amorak? Das ist hier unser Rüstungsschrank. Amorak kommt gleich. Das ist der Rüstungsschrank und wenn man da nah rangeht, dann klappt der so auf und zeigt hier so alle möglichen Sachen. Hat ansonsten keine große Funktion, es sieht halt nur cool aus. Und man kann da seine ganze Rüstung reinpacken. Hat 150 Slots, also so viel wie so ein Vault. Das ist schon eine große Hilfe. Ja, und hier ist der Amorak, von dem ich geredet habe. Das Amorak. Und ja, da sind ziemlich große Kaliber hier. Weiß nicht, was das ist. Und da hinten liegen noch so Felsbrocken fürs Katapult. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus und hat 200 Slots. Ich denke mal, dass da nur Munition reingeht. Ja. Da geht nur Munition rein. Und es macht komische Geräusche, wenn man es auf und zu macht. Ist auf jeden Fall total cool. Da kriegt man alles rein, was da rein muss. Gibt's auch für Waffen. Das habe ich noch nirgendwo hingestellt. Die Waffen habe ich im Moment alle hier drin. Und ja, Munition ist ja auch überall noch mit drin. Das muss ich irgendwann mal sortieren. Aber ich habe es mal ausprobiert. Und ich finde das ziemlich cool. Also die Designs sind ganz nett. Das hier ist ein bisschen schlichter. Aber trotzdem witzig. Und das hier ist echt, sieht echt heiß aus. Hier das Amorak. Okay. Und was ich noch gelernt habe, sind hier so ein paar coole Skins. Wir haben hier den Wolf Scalp und den Tiger Scalp. Das sind wohl alles so Skins für den Helm einfach. Die sind aber alle, die kosten irgendwie ein Generic Artifact. Oder hier Argentavis Krallen. Die können wir sogar organisieren. Das ist jetzt nicht allzu schwer. Da sollten wir bald mal eine haben. Dann können wir das mal ausprobieren. Da bin ich wirklich gespannt. Und dann habe ich hier noch so ein Fernglas gebaut. Das kann ich euch auch mal zeigen. Wie heißt das Gerät genau? Binoglass. Und da weiß ich jetzt im Moment auch wieder nicht, von welchem Mod das eigentlich ist. Können wir hier drinnen suchen, ob da was dabei steht. Aber steht nichts dabei eigentlich. Ich vermute, dass es Many New Items Mod ist vielleicht. Und da kann man rein und rauszoomen. Das ist super praktisch. Ist ein bisschen unpraktisch, weil rauszoomen auch immer hier Third Person View ist. Das heißt, man muss da immer ziemlich viel rumscrollen. Aber funktioniert auf jeden Fall besser als das normale Fernglas. Ich bin ziemlich glücklich damit. Ich denke, ich werde das jetzt mal benutzen. Und dann sehen wir ja, wie sich das so im Praxiseinsatz bewährt. Genau. Und was ich auch gemacht habe, ist noch mehr Tranks herstellen. Wir hatten ja die X-Arrows schon öfter dabei. Und jetzt habe ich zusätzlich noch die X-Trank-Darts und die X-Trank Darts 30cc. Also gibt es irgendwie 10cc und 30cc. Die 30cc sind nicht so viel teurer. Die kosten nur ein paar mehr Narcotic und sind vermutlich deutlich stärker. Das heißt, die 10cc
sind wahrscheinlich gar nicht so wirklich sinnvoll zu bauen. Da blicke ich aber noch nicht so ganz durch. Ich habe das noch überhaupt nicht ausprobiert. Das machen wir jetzt zusammen. Also die Longneck-Rifle hier scheint da die richtige Waffe für zu sein, auf jeden Fall. Die kann man damit auf jeden Fall laden. Das ist schon mal cool. Und das sind Advance Items. Also genau wie der X-Arrow. Die stellt man hier an der Advance Crafting Station her. Und genau, da sind die. Hier ist der X-Arrow, der kostet halt hauptsächlich Narkotik und Cementing Paste. Und diese hier kosten Narkotik und Polymer, einen metallbaren und 20 Rare Flowers. Das ist eigentlich so das Problem im Moment. Polymer habe ich ein paar aus so einem Drop rausbekommen. Die Drops sind wirklich extrem hilfreich. Die haben mir schon oft hier weitergeholfen. Vor allem mit den Ressourcen. Ansonsten hätte ich hier überhaupt keine Rare Flowers auch. Die kommen auch aus Drops, glaube ich. Vielleicht kommen die auch aus dem Beaverdamm. Bin ich mir gar nicht so sicher. Die habe ich jetzt mal beide hergestellt. Die müssen wir testen. Und den X-Arrow hätte ich jetzt gesagt, testen wir auch mal, damit wir genau wissen, wie viel Schaden die Dinger machen. So, wieso kann ich den nicht hier reinpacken? Weil er schon drin ist, okay. Weil mich das wirklich interessiert. Wir haben ja gesehen, dass die Trank Darts viel weniger Torpor-Schaden machen, als wir das gedacht hätten. Und bevor mir da wieder so ein Reinfall passiert und ich mit irgendwelchem Blödsinn da auf die nun schieße, was mir nichts bringt und dafür dann vielleicht auch noch sterb, werde ich die jetzt alle ausprobieren. Die sind mordsteuer, ich kann viele davon nicht wiederherstellen, aber darum geht es jetzt einfach nicht, sondern ich will einfach mal wissen, ob die Dinge überhaupt was taugen, bevor ich da noch mehr von herstelle. So, jetzt will ich kurz gucken, wo dieser Alpha Spino unterwegs ist. Den kennt ihr ja schon. Der hängt hier schon länger vor unserer Base rum. Und im Moment sehe ich ihn aber nicht. Ist jetzt eigentlich okay, er ist direkt vor uns. Das ist okay. Da kann er bleiben. Jetzt schauen wir mal, ob der Strike hier vielleicht noch in der Gegend unterwegs ist. Da ist ein Diplo unterwegs. Diplos sind eigentlich ganz gut. Die können sich nicht so recht wehren. Die können uns ja nur schubsen. So, Diplo. Ich habe wieder unsere Lupe dabei. Oh. Oh, der mag das nicht, dass wir so nah rangehen. Mal sehen, ob wir hier auf Morpheus kommen. Ja. Okay, das geht nicht. Die sind aggressiv, wenn man zu nah rangeht. Das wusste ich gar nicht. Okay. Die sind tatsächlich aggressiv. Dann nehmen wir hier irgendwen anders. Müssen nur kurz warten, bis der nicht mehr böse ist. Können wir schauen, was hier so rumläuft. Dann sehen wir auch rechtzeitig, wenn sich ein Raptor nähert oder so. Aber das sieht alles ziemlich friedlich hier aus. Okay. Der Parasaurus können wir schlecht testen, weil der an der abhaut. Das wollen wir nicht. Ich denke, wir nehmen dann wieder einen Trike. Die sind da am einfachsten. So, Trike. 160 mit 2600 Torpor. Wenn ich dem jetzt den X-Arrow verpasse, dann erwarte ich schon, dass der hier deutlich über 1000 eigentlich macht. Treffer. Hat keinen Gifteffekt. Okay, ist umgekippt. Aber nicht sofort, sondern eben nach einer kurzen Wartezeit. Das heißt, das dürfte ungefähr stimmen. Das dürfte ungefähr 2600 Torpor machen, so in dem Dreh. Dieser X-Arrow. Das haben wir dann ganz gut getroffen, denke ich. Ja, super cool. Jetzt schauen wir mal. Ja, 2600 Torpor. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Ich bin zufrieden. Und jetzt habe ich noch diesen 10cc hier geladen in der Longneck Rifle. Den testen wir dann am anderen Trike, bis alle Trikes schlafen. So, der müsste jetzt gleich aus dem Inventar verschwinden. Dann wird ja angezeigt, was wir laden. Trank Dart 10cc. Okay. Jetzt schauen wir nochmal, wie viel Torpor das hat. Falls es hier direkt wieder einschläft. Ein 330er ist es. 5000 Torpor. Also ich denke nicht, dass das umkippt. Mal schauen. Hat auch keinen Effekt, den man sieht. Nicht so wie die Anunnaki-Pfeile. Das ist wirklich. Das sind teure Versuche hier, aber ich denke, die sind absolut wichtig. Okay, sieht jetzt nicht so beeindruckt aus. Nochmal nachgucken hier.
Wow! 3570 oder so, also 3600 fast. Okay. Ja, dann könnten wir mit den Dingern vielleicht sogar den Archie zähmen. Wir haben ja noch die richtig großen hier, die 30cc. Die testen wir dann wahrscheinlich am Bronto, oder? Mal sehen, wie viel Torpor der hat. 41.000 Torpor. Das ist jetzt schon eher so der Bereich, den ich jetzt von einem BA-RG erwarten würde. Das testen wir jetzt. Boah, die sind ja richtig gut. Oh. Bronto ist sauer. Das haben wir schon mal geschafft. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis er sich beruhigt. So, Bronto. Boah, ich hoffe, dass man damit den Archie sogar zähmen könnte. Das wäre halt richtig cool, wenn das ginge. 7000. Also ein bisschen über 7000. Okay, wenn ich davon irgendwie 10 Stück ranbringe, dann können wir den Archie auf jeden Fall zähmen. Aber wir haben im Moment nicht genug Rare Flowers. Rare Flowers, so kriegen wir die am besten her. Ich denke aus den Sümpfen, ehrlich gesagt. Da müssten wir in die Sümpfe und da Büsche ernten. Am besten mit einem Enki, glaube ich. Oder einem Mammut. Die droppen ziemlich gut Pilze und Rare Flowers, soweit ich weiß. Na gut, das wäre jetzt wirklich eine Überlegung wert. Ansonsten hätte ich eigentlich alles, um das herzustellen. Wir haben noch einige Polymer und Narcotics könnte ich ja noch herstellen. Okay. Schauen wir mal, wie viel Narcotics wir noch haben. 13. Ist jetzt nicht so viel. Das heißt, ich werde erstmal wieder ein paar Beeren ernten. Und sind hier noch welche? Ja, hier sind noch ein paar drin. Die sind nämlich nicht so teuer hier. Die 30cc kosten 10 Narcotics. Das ist relativ günstig. Das Polymer ist halt teuer und die Rare Flowers sind ein Problem. Aber wir haben zum Beispiel noch 14 Polymer. Da waren die hier fast teurer. Ja gut, man kriegt halt die Cementing Paste ganz gut. Aber 25 Narcotics war immer das Problem. Okay, dann werde ich jetzt erstmal ein paar Beeren farmen. Werde dann diese Pfeile herstellen. Müssen wir mal gucken, woher wir die Flowers kriegen. Und dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Wir könnten natürlich auch erstmal einen Enki irgendwo zähmen. Und mit dem Enki dann den irgendwie in die Sümpfe. Aber wir kommen mit dem Enki nicht in die Sümpfe. Das ist zu weit. Wir haben keinen Quetzal. Das ist echt schwierig zurzeit. Ich denke, da gehe ich mit Morpheus wieder in die Sümpfe und versuche da ein paar Büsche zu pflücken. Ich weiß nicht, wie viele Rare Flowers da rauskommen, wenn wir das von Hand machen. Wahrscheinlich nicht viele. Okay, ich pflück jetzt erstmal ein paar Narco-Berries und dann schauen wir weiter. Und da sind wir wieder und schaut euch das an. Da vorne ist ein Anki unterwegs. Ein 510er, direkt hier vor unserem Metallsammelgebiet hier. Hier hatten wir ja vorher versucht, diesen, ich glaube 550 oder so, diesen etwas höheren zu zähmen. Und der wurde ja vom Rex gefressen, mehr oder weniger. Und, ach ja, genau, später wurde er dann von diesem Prime Alpha Terror Bird aufgefressen, so war das. Den Rex hat er ja ganz knapp überlebt. Und er ist hier 510, das wäre eigentlich auch schon ganz nett. Da vorne ist auch ein Bär unterwegs, das bräuchten wir ja auch dringend zum Fiber Farmen. Aber wir brauchen alles. Wir stehen wieder voll am Anfang. Brauchen einfach alles. Ich denke, wir nehmen jetzt als erstes mal den Anki, das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Dann können wir auf jeden Fall genug Metall ranschaffen und sowas und Flint, was wir noch so brauchen. Ich werde den ganz normal mit Anunnaki Poison Darts, nicht Poison Darts, sondern Poison Arrows betäuben, denke ich. Das hat ja letztes Mal ganz gut funktioniert. Wir haben 34 Stück, ich denke, das reicht. Und wir haben noch das Kibbel rumliegen von damals. Und natürlich habe ich jetzt endlich so ein Sedative Narcotic dabei. Ich zähme, glaube ich, nichts mehr ohne Sedative Narcotic. Das ist ansonsten einfach zu gefährlich, das dauert viel zu lang. Bis die dann ausgezähmt sind, sind sie immer schon aufgefressen. Ich werde versuchen, den da hochzulocken, weil es da ein bisschen sicherer ist. Ich glaube, wir müssen näher ran, der ist jetzt wieder abgedampft. Wir müssen den irgendwie da hochlocken. Hier unten können wir den auf keinen Fall zähmen. Hier sind ständige Rechse unterwegs. Okay, da oben ist noch ein Skorpion, den machen wir vielleicht auch mal weg. Der ist da wohl neu gespawnt, eben war da noch alles ruhig.
Aber für Morpheus ist kein Problem. Ah, das ist ein Jungtier, wie es aussieht. Den hätten wir auch leben lassen können. Da ist aber auch noch ein Terrorbird unterwegs. Ich habe hier gerade geguckt und da schien mir alles ruhig. Ich habe wohl nicht richtig hingeschaut. Der sieht aber auch aus wie ein Jungtier. Der hätte uns ja schon längst angegriffen sonst. Okay, es ist abgehauen. War bestimmt ein Jungtier. Gut, dann holen wir jetzt diesen Enki. Was war das schon wieder? Ein Babyskorpion. Ist das ein Babyskorpion? Ich habe noch nie einen Babyskorpion gesehen. Wie geil ist das denn? Ja, super cool. Die kann man gar nicht nachzüchten. Sowas gibt es normalerweise gar nicht. Das ist mal richtig cool. Und ein 540er. Den könnte man fast zähmen eigentlich. Yeah. Na gut, wir nehmen jetzt erstmal den Enki, wie gesagt. Da haben wir uns genug vorgenommen vorerst. Wir sind jetzt bei 900% Melee-Damage. Der ist schon richtig heftig, der Morpheus. Und da ist unser Enki unterwegs. Den holen wir jetzt, bevor hier irgendwas Fieses spawnt und es dann nicht mehr geht. Wir müssen unsere Chance nutzen. Oh, zum Glück habe ich jetzt nicht den Bronto getroffen. So, der kommt jetzt langsam. Ganz gemütlich. Und wir können ja schon mal ein bisschen weiter ballern. Wir wissen ja, wie viele Pfeile der ungefähr braucht. Das hat schon ziemlich lang gedauert beim letzten. Fliegen wir wieder ein Stück hoch. Und dann ziehe ich den da ganz hoch bis in die hinterste Ecke. Und da zähmen wir den dann ganz gemütlich. Er flieht jetzt schon eine ganze Weile. Aber er fällt immer noch nicht um. Jetzt ist er umgefallen. Boah, ich wollte gerade wieder schießen. Zum Glück habe ich es nicht getan. Wunderbar. Und der hat hier auch 13.000 Torpor. Also die Anunnaki Poison Arrows sind schon auch nicht schlecht. Mit denen kann man durchaus einiges machen. 13.000 Torpor ist ja auch schon eine Nummer. Na gut. Dann würde ich sagen, verpassen wir dem jetzt unsere Dosis Sedative Narcotic und geben ihm das Kibbel. Und dann brauchen wir aber auch noch ein paar Beeren, wie es aussieht. Ich glaube, das Kibbel reicht nicht. Oder wir holen noch ein bisschen mehr Kibbel. Das können wir natürlich auch machen. Gut, ich nehme nochmal beides raus. Ich hoffe, das ist jetzt kein Problem, dass ich das wieder rausgenommen habe. Vielleicht lassen wir ihm einfach ein paar Kibbels da. Er hat ja noch nicht gefressen. Dann dürfte das auch kein Problem sein. Okay. Und dann schnappe ich mir nochmal ein bisschen Metall hier. Hol noch ein bisschen Kibbel. Dillo-Kibbel ist das, ne? Wir haben ja welches dabei. Und dann zähmen wir den. Dann haben wir einen Enki. Ich denke, ich lasse den einfach hier oben stehen und hoffe das Beste. Was anderes können wir eigentlich nicht machen. Wenn wir den in die Base schleppen, ist das ziemlich sinnfrei, weil das kaum Stein und gar kein Metall. Das lohnt sich also nicht. Der muss irgendwo hier oben beim Metallvorkommen stehen. Und es ist wieder einige Zeit vergangen. Und ich habe entschieden, dass ich ihn ohne Sedative Narcotic zähme. Dann sparen wir uns nämlich das Narcotic. Und es sieht so aus, als würde das super gut funktionieren so. Jetzt hat er gerade wieder gefressen. Sie hat gerade wieder gefressen. Das ist eine Sie. Und eine richtige Rocker-Dame. Für sie müssen wir uns noch einen guten Namen einfallen lassen. Und ja, ich werde sie jetzt einfach so auszählen, weil das so super gut läuft. Wir kriegen da überhaupt keine Torpor-Probleme. Und sie frisst relativ schnell eigentlich. Und sie hat jetzt, also insgesamt hatte ich ungefähr 20 Kibbel, glaube ich. Sie hat also schon fast 6 gefressen. So in dem Dreh ungefähr. Um die 6 dürften es gewesen sein. Die braucht also richtig, richtig viel Kibbel. Aber das macht nichts. Ich habe ja jetzt Zeit, Metall zu farmen. Deswegen habe ich sie eigentlich nicht mit dem Sedative Narcotic gezähmt, weil ich gesehen habe, dass sie viel zu viel Kibbel frisst. Und ich das erstmal wieder Metall farmen musste und noch mehr Kibbel holen. Wir hatten ja, glaube ich, nur 9. Viel zu wenig jedenfalls. Jetzt haben wir mehr als doppelt so viel. Und ich hoffe, dass das jetzt reicht. Ich habe mal ein bisschen rumgeschaut. Und hier unten waren Pygmies unterwegs. Also so Pygmäen. Das sind so bunte kleine Äffchen. Und die droppen ziemlich coole Sachen, habe ich festgestellt. Die sind ziemlich stark. Also sie halten ziemlich viel aus. Die wehren sich aber selber nicht. Die rufen aber alle Tiere, die irgendwie in der Gegend sind, rufen sie zur Hilfe. Das heißt,
Wenn da irgendwie ein Bronto oder ein Stego oder was in der Gegend ist, dann kommen die sofort und greifen einen an. Da muss man also wirklich aufpassen. Aber es lohnt sich. Die droppen also hier Blueprints. Dann haben sie den Hidehead hier gedroppt. Der ist ganz nett. Das hier ist absolut OP. Das ist halt eine Chitin-Leggings, die deutlich besser ist als unser Flakzeug. Die sind auch nicht schlecht hier. Hide-Gloves. Dann haben wir hier Celestial Parasaur-Sättel bekommen. 75 Panzerung, das ist dreimal so viel wie die normalen haben. Die sind auch richtig gut. Die sind schon fast so gut wie Flak wieder. Und was haben wir noch bekommen? Der Rest ist jetzt eher so Standard. Trotzdem cool. Eine Experience Potion habe ich bekommen, die kam aber nicht von den Pygmies, die kam irgendwo anders her. Ich weiß nicht mehr so recht, woher. Ich glaube von einem Sarko, genau. Wir haben nicht mehr allzu viel. Ah, okay, wir haben zwei Stacks Prime Meat. Ich wollte gerade sagen, wir haben nicht mehr allzu viel, wir haben genug. Wir könnten also auch diesen Bären noch zähmen. Da bin ich auch so ein bisschen in der Versuchung, den mitzuzähmen. Das kann ja eigentlich nicht so lang dauern. Der müsste hier noch unterwegs sein. Ja, da vorne ist er. Hier sind jetzt auch schon ein paar Raptoren wieder unterwegs. Wir könnten den Bären zähmen. Ich weiß aber nicht, wie viel Torpor der hat. Und das ist wahrscheinlich ziemlich schwierig, weil der ziemlich schnell ist. Das heißt, ich kann immer nur ein, zweimal schießen, dann muss ich wieder vor dem fliehen. Deswegen warten wir vielleicht lieber nochmal ab. Das ist wieder so ein Pygmy. Der grüne Affe da unten, dieser. Das sind praktisch grüne oder bunte Mesopithecus, die können alle möglichen Farben haben. Die sind relativ groß, haben richtig viel Life und sind super schnell. Tun einem aber nichts. Also die resetten auch sofort, wie ihr seht. Am besten bringt man die irgendwie so an so einen Felsen, wo sie dann hängen bleiben. Und da seht ihr den Bronto. Die Brontos kommen jetzt alle. Die wollen uns. Und der Bär will uns auch. Das ist also die Gefahr bei der Sache. Gut, ich denke, wir resetten die jetzt mal. Wir wollen hier keinen Stress haben. Die Brontos räumen da jetzt wieder auf. Normalerweise beschäftigen sich die Tiere dann recht schnell mit sich selbst, weil die Brontos dann den nächsten Stego treffen und der Stego wehrt sich dann und greift die Brontos an und so. Das ist also eigentlich kein Problem. Da hat man dann schnell seine Ruhe, wenn man einmal kurz abhaut und wiederkommt. Und die Pygmies lohnt sich. Also die droppen tolle Sachen. Kann ich empfehlen. Yeah, was war das denn? Das ist total verrückt. Eine Riesenladung Kippel bekommen. So, wir lassen den Bronto da jetzt einfach stehen. Den würden wir auch ganz gut schaffen, scheinbar. Wir schaffen einfach alles. Und wir haben jede Menge Kippel bekommen. Also es gibt, glaube ich, nichts Besseres, was man hier töten kann, als diese Affen. Das ist ja super genial. Jetzt haben wir alles an Kibbel, was wir brauchen. Zumindest so eine kleine Startermenge. Super cool. Okay. Also sie können scheinbar alles Mögliche droppen. Ganz unterschiedlich. Und die geben richtig gut XP. Wir haben wieder ein Level Up. Und es ist inzwischen gar nicht mehr einfach, hier ein Level Up zu bekommen auf Morpheus. Weil er doch schon recht stark ist. So. Gucken wir mal, was unser Enki so macht. Unsere Enki-Dame. Unsere Trikes haben unten immer noch geschlafen. Die liegen da immer noch. Echt lustig. Und wir brauchen jetzt Dillo-Kibbel. Haben wir noch 5 Stück? Ich glaube, das reicht nicht, ehrlich gesagt. Oh, was ist hier los? Die sieht aggressiv aus. Ist die hinter uns her? Die ist hinter uns her. Wieso ist denn die Schildkröte hinter uns her? Bleiben die Tiere so lange aggressiv? Das ist nur ein Level 15er. Okay, da muss man scheinbar wirklich aufpassen. Ist jetzt doch schon ein Weilchen her, dass ich diese Pygmäen da getötet habe. Komisch. Vor allem war das auch ganz weit weg, das war ja da unten. Na gut. Da muss man also wirklich aufpassen. Die scheinen auch immer noch hinter uns her zu sein, wenn ich hier runterschaue. Die stehen alle hier am Felsen. Ja, die sind immer noch hinter uns her. Als hätten wir so einen Debuff oder so. Sogar er ist hinter uns her. Mal sehen, ob die hier unten hinter uns her sind. Nee. Okay. Dann hat das einfach nur eine große Reichweite und hält scheinbar ziemlich lang. Jetzt locken wir die alle hier runter. Na gut. Ich glaube, wir holen uns mal das Sarko. Die droppen immer diese Experience Potions.
Okay, der nicht, der war zu low. Und da ist immer noch der Alpha. Okay, jetzt haben sie sich aber beruhigt. Wurde ja auch mal Zeit. Die haben sich immer noch nicht beruhigt. Was ist denn los mit denen? Ich habe denen doch gar nichts getan. Vielleicht locken wir sie einfach zum Alpha. Der wird sich dann um sie kümmern. Der steht ja da vorne und wartet schon. Die sind wirklich richtig böse, die ganzen Dinos. Vielleicht muss man da wirklich einmal komplett aus der Reichweite raus, damit die resetten und einen dann in Ruhe lassen. Das ist ja wirklich crazy. Die scheinen nicht zu resetten auf die Art. Mal sehen, ob der Alpha uns hilft. Ja, der kommt. Kommt schon, hilf uns. Mach sie weg. Ja, der macht die jetzt weg. Sehr schön. Ich glaube, ich lande hier einfach mal. Vielleicht kommen die dann. Oh, der Alpha kommt auch. Da sehen wir schon, was der an Schaden macht. Also auf jeden Fall viel. Und der sollte sich jetzt um die kümmern. Sehr schön. Dann haben wir wieder unsere Ruhe und können uns da um unseren Enki kümmern. Und ich glaube, den Bären lasse ich erstmal in Ruhe jetzt. Das wäre mir einfach zu viel auf einmal. Der ist jetzt auch nicht so high vom Level her. Ich glaube, wir warten lieber, bis wir so ein paar von den coolen Darts haben, die ordentlich Torpor-Damage machen. Und dann holen wir uns einen gescheiten Bären hier so mit 500 oder was. Da ist schon wieder ein Rex unterwegs. 240er. Gut, der ist jetzt kein Problem. Dann werde ich mal unseren Enki ein bisschen bewachen und warten, bis der aufwacht. Und wahrscheinlich muss ich noch ein bisschen Kibbel nachholen. Sieht so aus, als würde es nicht ganz reichen. Ich gebe ihm jetzt, glaube ich, mal alles. Und dann schauen wir mal. Oh nein. Das war ein Wyvern. Ich bin wohl zu nah an den Wyvern rangeflogen. Und der hat mich direkt geschnappt. Oh nee. Ich wollte Biberdämme looten. Hier oben gibt es nämlich jede Menge Biberdämme. Scheinbar sind aber die Drachen mit einem der letzten Patches deutlich aggressiver geworden. Und wie es aussieht, sind die auch ziemlich schnell. Also ich hatte keine Chance, vor dem wegzukommen. Der war viel schneller als Morpheus. Ich hoffe, Morpheus geht's gut. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass Morpheus was. Oh nee, der hat Morpheus gekillt. Oh nein. Der hat uns fast gewone-hittet. Oh Mann, die Drachen sind richtig stark. Das war nur ein Level 160er oder sowas. Ach nee. Das wirft uns jetzt wieder ein ganzes Stück zurück. Das ist wirklich übel. Oh nein. Jetzt muss ich unbedingt mein Zeug holen. Ganz wichtig. Ah, das ist jetzt wirklich blöd. Ah, wieso habe ich Morpheus geopfert? Das war jetzt wirklich, wirklich doof. Jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder einen Elite-Dimorphodon finden. Oh nee, Morpheus, das tut mir echt leid um Morpheus. Ich hätte nie gedacht, dass der auf die Entfernung aggro. Da war ja noch ein Alpha-Rex da unten unterwegs und so. Ich wollte euch die gerade zeigen. Und dann kam der scheinbar direkt auf uns zugesegelt. Daran war ich nicht gewohnt. Das kenne ich noch nicht. Wir haben ja Drachen schon öfter gesehen und die sind aber nie auf uns losgegangen. Also zumindest nicht auf die Entfernung. Aus der Entfernung habe ich die ja schon ziemlich häufig gesehen. Und ich wusste auch nicht, dass die so extrem schnell sind. So, unserem Anki geht's zum Glück gut. Der hat noch 7 Kibbel. Und ich gebe ihm jetzt nochmal eins zur Sicherheit. Wir haben auf jeden Fall noch Zeit hier. Ich glaube, wir gehen mal wieder in Speed. Das ist das Wichtigste. Vielleicht sollten wir unseren ganz normalen Pteranodon nehmen. Der ist ein bisschen schneller. Und es wäre nicht ganz so schlimm, wenn wir den verlieren. Ich will auf jeden Fall schauen, ob wir unsere Sachen da vielleicht noch rausholen können. Und dann heißt es von jetzt an, wenn wir irgendwo einen Drachen sehen, wegbleiben, komplett wegbleiben, die ganze Gegend meiden scheinbar. Die haben eine riesige Aggro-Range. Und die sind super duper schnell.
Morpheus war ja richtig, richtig schnell und ist trotzdem nicht weggekommen. Das war schon. Das hätte ich nicht erwartet. Und es sieht so aus, als wären wir noch weit davon entfernt, jemals so einen Wyvern zu besitzen. Die sind ja super stark. Level 165 hat uns niedergemacht. Aber sowas von. Okay, ich werde da jetzt mal hochfliegen und schauen, ob noch was zu retten ist. Und auf jeden Fall möglichst weit von diesem Wyvern wegbleiben. Sieht so aus, als wäre das ziemlich schnell zu Ende, wenn der uns sieht. Und da sind wir wieder hier bei unserer Leiche. Und der Drache ist da immer noch unterwegs. Ist auch nicht der einzige, da ist ein Poison-Drache auch noch unterwegs, irgendwo hier links. Es wird auf jeden Fall schwierig, da ranzukommen. Wir müssen super gut aufpassen. Die sind nämlich richtig schnell. Und der Alpharex ist da auch noch unterwegs. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier unten unsere Sachen irgendwo sehen. Morpheus müsste eigentlich hier runtergestürzt sein. Oh Mann. Das war ein Riesenreinfall. So, und immer wenn man diese Flügel schwingen, wenn man die Flügel hört von den Drachen, dann muss man sofort weg. Die hört man ziemlich früh. Schon lange bevor die dann wirklich kommen. Ich denke, wir sollten unsere Sachen einfach aufgeben. Das wäre fast das Sicherste. Wir hatten jetzt auch nicht so viel dabei. Erwischt. Und ich denke, es ist einfach ein bisschen zu gefährlich, da jetzt weiter zu suchen. Hier ist auch ein Elite-Dimorpho dann wieder unterwegs. Da ist er sogar. Da kann ich jetzt nicht wirklich schauen, was der für ein Level hat, weil ich kein Fernglas mehr habe. Wir haben ja alles verloren. Das liegt da alles noch. Das ist ein Riesenproblem, weil ich brauche ja Biberdämme. Das sind die wichtigsten Ressourcen. Ja, das sind die beiden Drachen. Ein Poison-Drache und der Wyvern, der uns gekillt hat. Und der Alpharex ist da unterwegs, wo wahrscheinlich unsere Sachen liegen. Und die ganze Gegend ist so total drachenverseucht hier. Und gerade hier sind die ganzen Biberdämme. Sollen wir schauen, wie wir das dann überhaupt hinkriegen, dass wir dann noch an die Biberdämme rankommen. So. Wir müssen mal kurz. Da liegt Morpheus. Das ist Morpheus. Ziemlich sicher. Ja, das ist Morpheus. Ich komme nicht an ihn ran. Leg sie weg. Da höre ich schon wieder Flügel. Und da müssen wir auch irgendwie direkt daneben liegen, eigentlich. Oh, ich höre schon wieder Flügel. Ja, der ist so nah dran, der Drache. Wenn wir ein bisschen näher an den Drachen rankommen, dann wird er wahrscheinlich wieder uns angreifen. Boah, ich habe so Angst vor diesen Drachen jetzt. Das war super mies. Der war ja am anderen Ende des Sees und ist dann plötzlich rübergefegt und hat uns geholt. Vielleicht sind wir hier unten gelandet. Ich schaue nochmal hier unten. Und da sind wir wieder. Und unsere Lady hier sollte gleich auszähmen. Da sind drei Stegos gespawnt. Einer von denen ist 575. Also auch absolut fast Top-Level. Ziemlich cool. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade einen Stego brauchen. Ich glaube, das ist sogar der hier. Ja, 575. Ziemlich crazy. Okay. Jetzt warten wir mal auf sie, bis sie hier aufwacht. Dürfte nicht mal allzu lang dauern. Und ja, ungefähr 20 Kibbel, knapp 20 Kibbel gefressen, glaube ich. Ich konnte unsere Sachen nicht wiederfinden. Ich habe gesucht, aber ich habe es dann ziemlich schnell aufgegeben, weil ich auch Angst hatte, dass der Drache mich gleich nochmal killt und die Sachen von Morpheus dann auch noch verloren sind. Ich habe keine Ahnung, wo wir da runtergegangen sind. Unten habe ich nichts gefunden und oben bei Morpheus habe ich auch keine Tasche gesehen. Das habe ich dann einfach geknickt und ich werde dann wieder alles neu herstellen. Wir hatten jetzt nichts so wirklich Wertvolles dabei. Wir hatten halt wieder ein Sedative Narcotic dabei, das war eigentlich fast das Wertvollste. Ich habe jetzt keine Pilze mehr, das heißt, ich muss so oder so wieder da hoch und irgendwo Biberdämme finden. Es gibt ja noch ein paar andere Seen, ich hoffe, dass da keine Drachen unterwegs sind. Müssen wir mal schauen, ob ich da irgendwo einen See finde mit jeder Menge Biberdämmen. Ohne Drachen. Also Drachen, von denen lasse ich mich nie normal erwischen, also wirklich. Da weiß ich jetzt Bescheid. Wir hatten ja
Also Morpheus war stark genug, um eigentlich alles zu töten. Sämtliche Top-Level-Tiere hätten wir töten können. Nice! Super cool. So, jetzt brauchen wir einen richtigen Rocker-Namen für sie. Wie heißen Rocker normalerweise? Rocker-Ladies heißen. Oh, ich weiß was. Susan, das ist Susan. Susan ist 764 rausgekommen. Ja, schieb uns nur weg hier. Schon klar. Alles in Ordnung. So. Das ist schon mal ziemlich cool hier vom Level her. Richtig stark. Die wird auch ziemlich schnell hochleveln. Wir brauchen nämlich jede Menge Metall. Und dann können wir mit ihr direkt hier anfangen, das ganze Metall wegzufarmen. Ein paar Vorkommen sind noch da. Die meisten habe ich schon eingesammelt. Wir haben ja so viel Kibbel gebraucht. Und ich denke aber, wir sollten mit ihr deutlich mehr rausbekommen aus den Vorkommen. Sie macht ja mehr Schaden. So, mal gucken, was wir da rauskriegen. Das ist ein bisschen ein Problem mit den Stegos. Die sind ein bisschen im Weg hier. Macht euch mal vom Acker. Ich will die eigentlich nicht treffen. Die sind nämlich zu dritt. Das wäre nicht so cool. So. Okay, wir kriegen nicht mehr raus, denke ich. Ein bisschen mehr vielleicht. Ja, schon ein bisschen mehr. Ich glaube, ich habe nur knapp über 100 rausbekommen. Sehr nice, das nehmen wir direkt mit. Und dann parke ich sie hier irgendwo ganz am Rand und stelle sie einfach auf Passiv, in der Hoffnung, dass hier nichts in die Nähe kommt. Hier sollte eigentlich nicht so viel rumlaufen. Machen wir die Bäume schnell weg. Es geht ja ganz gut mit ihr. Dann lassen sie hier dann stehen. Auf Passiv. Und dann hoffe ich das Beste. Wir können sie im Moment nicht in Sicherheit bringen. Wow, Crystal ist da. Das haben wir sogar schon eingesammelt. Nehmen wir direkt mit alles. Wir können das ja tragen. Und dann heißt es für mich erstmal wieder Biberdämme farmen. Wir müssen wieder ein Sedative Narcotic ranschaffen. Dafür brauchen wir Pilze. Und ich muss diese Arrows bauen, diese 30 cc Trank Darts muss ich bauen. Sobald wir da ein oder zwei jo, von haben, können wir eigentlich mal wieder loslegen. Und ja, ich denke, das nächste wird sein, Elite Dimorphodon zu zähmen. Die sind richtig stark und relativ leicht zu zähmen. Ich denke, das ist der erste Schritt. Alles andere wird dann schwieriger. Wir haben zum Glück keine wertvolle Panzerung verloren hier, keine wertvolle Rüstungsteile. Ich habe nämlich die ganzen Sachen hier erstmal reingeworfen. Wir können die jetzt eigentlich ganz gut anlegen. Oder wir stellen uns direkt wieder Flak her. Dann verlieren wir das Zeug gar nicht erst. Aber ich denke, ich lege jetzt einfach mal so eine Mischung aus irgendwas an. Und dann ist das ganz gut. Was brauchen wir noch hier? Den Hut nehmen wir noch. Die Handschuhe. Und die Schuhe. Dann sollten wir eigentlich schon alles haben. Nur so, dass wir halt nicht gewone-hitted werden, wenn uns irgendwas angreift. Zu was anderem ist die Rüstung eigentlich eh nicht gut. Wir haben jetzt 300 knapp Panzerung, das ist eigentlich in Ordnung. Da dürften wir kein One-Hit sein für einen Dimorphodon oder so. Das ist das Einzige, was zählt. Mehr kann uns die Rüstung da sowieso nicht helfen. Hier oben sieht es doch wirklich schön aus. Ganz tolle Aussicht. Und ich habe gedacht, wir erweisen Morpheus noch die letzte Ehre und stellen ihm hier oben einen schönen Grabstein her. Der war wirklich ein tolles Tier, hat uns viel geholfen. Und es war echt traurig, ihn zu verlieren. Können wir nicht ändern, wir sind noch am Anfang des Spiels. Und ich denke, wir werden noch mehr Tiere verlieren, das können wir einfach nicht ändern. Das ist jetzt im Moment einfach noch zu hart für uns. Wir kennen auch die ganzen Gefahren noch nicht. Morpheus war ein richtig starkes Tier. Wir konnten hier sämtliche High-Level-Dinos angehen. Wir hätten sogar Top-Level-Rexe wegräumen können, wenn wir vorsichtig waren. Das war überhaupt kein Problem mit ihm. Und vom Drachen wurden wir trotzdem irgendwie in zwei, drei Hits weggeräumt. Das konnten wir ja auch nicht wissen. Er hatte 8000 Life. Das heißt, die Drachen machen richtig böse Schaden. Und mit dem Poison Archie werden wir definitiv keinen Drachen zähmen können. Da müssen wir dann wirklich schauen, wie das geht. Ich habe keine Ahnung, wie man da überhaupt in die Lage kommt, so einen Drachen zu zähmen. Wir können vor denen nicht fliehen, das heißt, sobald wir einen sehen, sollten wir einfach direkt umdrehen und abhauen, bevor die uns aggroen, weil dann ist es eigentlich schon zu spät. Und da hat der Arbeitsspeicher wieder aufgegeben. Na gut, was ich sagen wollte, war, der nächste Schritt wird auf jeden Fall sein, wieder ein Elite-Dimorphodon zu zähmen. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht ein Poison-Tier kriegen, Poison-Raptor oder irgendwas, was wenig Torpor hat.
Und natürlich müssen wir jetzt erstmal schauen, dass wir uns hier wieder Tranks und Narcotics hergestellt kriegen. Das wird auch nicht einfach, wie gesagt. Aber wir schaffen es auf jeden Fall. Und Morpheus wird auf ewig in unserer Erinnerung weiterleben. Okay, ich hoffe, euch hat's gefallen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns zur nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.